Ich hole Möbel für mein Zimmer. Ich bin ja nach Berlin gezogen und in meinem Zimmer steht einfach nur ein Bett und ein Schrank und deshalb brauche ich jetzt neue Möbel. Das Sofa hier konnte man ausklappen, aber es hat 800 Euro gekostet, also war es echt zu teuer. Allgemein habe ich hier irgendwie keins gefunden, was mir richtig gut gefallen hat. Sidney ist dann erstmal in Ikea aufs Klo gegangen. Das ist es. Kennt ihr noch diese Stifte? Ich habe da früher immer Hände voll mitgenommen. Der Teppich hier hat mir richtig gut gefallen und Leute, der war echt schwer, aber auch richtig weich. Ich habe dann noch so ein Schuhregal mitgenommen und für das Sofa hatte ich eine bessere Idee. Wir haben 4 Paletten und Sitzkissen mitgenommen. Die ganze Sache haben wir dann irgendwie nach Hause transportiert. Hier habe ich den Teppich ausgerollt und so sieht das alles jetzt aufgebaut aus. Hier ist der Schuhschrank, ein Fernseher, den hatten wir noch in der Wohnung stehen, die selbstgebaute Couch und der Teppich. So sieht das jetzt insgesamt aus. Ich finde, das ist richtig nice gebaut. Wie findet ihr es? Macht das Plus weg und was soll noch in mein Zimmer rein?